So, wir haben 80 Cases voll, ne? Na, sollen wir mal versuchen? Ich versuche heute, glaube ich, mal die, heute die 90 voll zu machen. Wenn mir Woods auf den Sack geht, dann spiele ich gleich keine Woods mehr. Aber ich werde versuchen, mal die 90 heute anzupeilen. So, ich glaube, wir sind soweit und dann auch wieder ready to go. AKMN auf Woods. Ob das so eine gute Idee ist, ich weiß ja nicht. Crewmans, du geiles Stück, Mann. Und ich habe gerade Latein, verstehe ich auch nichts von, also von daher alles gut. Bin grad in der Schule, muss aber unbedingt resolven. Stell der Klasse mal einen schönen Gruß, genau. Einmal kurz aufstehen und sagen, du Twisted sagt hallo. So geht. Wahrscheinlich nicht die beste Idee. Nicht die beste Idee, glaube ich. Wäre so in der Schule, hätte ich das sogar gemacht. Easy. Direkt erstmal den Twitch-Link an die Tafel schreiben, man. Das wäre es einfach gewesen damals, Mann. So macht man Werbung. Einfach den Link vorne ans Board. Ja, moin. Oh Mann, ey. Und wenn du Ärger dafür kriegst, ich habe damit nichts zu tun. Möchte ich nur mal so gesagt haben, ja? Das ist ein normaler Skiff. Den juckt keinen. Das juckt keiner. Ich glaube, er scheint nicht da zu sein, ne? Never mind. Und wo kam jetzt noch der SVD-Shot, Mann? Gut. Okay, es ist nicht gut. Fuck. Den habe ich gerade noch gespottet gehabt, Alter. Es wird jetzt hier ein bisschen eng so langsam. Ich weiß nicht genau, wie ich da rüberkommen soll. Ausdauer macht halt gerade ein bisschen echt Faxen. So. Ach man, ich wünschte, ich hätte noch das alte Endurance-Level, Mann. Boah, wäre das schön. Dann könnte man solche Flanks halt wirklich auf entspannt spielen. Ich muss ja mal eben, ich muss mal eben kurz los. Mal eben kurz ein Päuschen machen, dankeschön. Mal eben kurz. Der Suppi. Eieieiei. Das war, aber ey, nette Fights mit dabei. Ich weiß nicht, ob ich den, ich glaube nicht, dass ich den oben gekillt habe, am Duffelberg-Hügel. Ich glaube, dass er tatsächlich weggesniped wurde von der Steinkette, die da hinten links irgendwo ist. Aber ich bin mir nicht so 100% sicher. So. Hier oben dürfte jetzt eigentlich halbwegs clean sein. So, holen wir uns erstmal. Was hattest du für eine Waffe? Hattest du was Interessanteres? Nee, auch nur eine Mosin. Ich hätte gehofft, dass der vielleicht irgendwie was Interessanteres hätte, irgendwie, keine Ahnung. Nope. Nope. Alter, ich weiß nicht, wie ich da daneben geschossen habe die ersten zwei Male. Kann mir das mal einer erklären? Nennt er uns, ist immer noch eine M4. Nice, Case Plus. Let's go. Nice. Für die Case musste ich kämpfen, ey. Fucking hell. Also für die Case musste ich ein bisschen fighten. Das war anstrengend. Oh wow, ich habe ihn tatsächlich mit meiner Nate gekillt. Damit habe ich nicht gerechnet. Dass ich ihn tatsächlich gesprengt habe. I'm going to be your fucking end! Like it!
Kannst du mal bitte aufhören? Hallo! Boah, ich sehe da gar nichts, Mann. Ich weiß, hier irgendwo steht einer, aber ich wüsste jetzt nicht, wo der Kopf ist. Ich glaube, ich habe ihn. Wenn ich gerade zwei Skeps am Ende gedroppt habe, dann wissen wir, was es ist. Nice, war nur einer. Den anderen habe ich nicht gedroppt. Aber das war ein Header noch am Ende. 4 PMCs gekillt. Noch. Schön. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich mache heute Geld. Hört sich das bescheuert an, aber ich habe das Gefühl, ich verdiene gerade Rubel in Tarkov. Habe ich so irgendwie als Gefühl. 3 Millionen in 2 Raids, das ist echt nicht schlecht. Ich verliere im Moment nur, egal wie. Egal, was ich mache, auf einem. Ja, aber das hatte ich die letzten paar Wochen auch. Ich bin froh, dass ich jetzt heute endlich mal wieder einen guten Tag habe. Also, nicht unbedingt einen guten Tag habe, aber einen decent Tag habe. Und vor allem, dass ich mit einer Silenced S58 einen decent Tag habe. Auch komisch. Ich glaube, dieses Fußpedal, so mehr ich darüber nachdenke, so bescheuert, wie es sich irgendwie anhört, ich glaube, das ist echt ganz geil. Also das hat Potenzial irgendwie. Alleine wirklich schon das, was Sintora gerade gesagt hat. Dass man einfach den Mute-Knopf fürs Discord auf dem Fußpedal haben kann. Das ist so ein genialer Move. Ich finde das Hammer. Aber gucken wir mal, ob die Gang da ist. Hast du sie direkt beim Start laden? Das ist eine gute Frage. Naja, was ist das Problem, dass wir die gleichen Probleme seit was weiß ich wie vielen X Jahren... Oh, dieser... gib mir doch einfach eine Red Rebel hier, Mann. Wir haben die 90 voll. Wir haben die 90 voll und wir haben immer noch keine Red Rebel, Mann. Benny, sag Nikita mal bitte, dass der mir eine Red Rebel droppen kann, ja? Also nicht kann, sondern soll. Muss. Er hat es zu tun. Account war zum 27.04. Nee, mach mal bitte 28. wenn dann. Ja, dann kann ich das morgen noch... Kann ich morgen noch alles fertig machen. Dann kann ich noch das Video zur Stimmen-Case fertig machen. Bin jetzt bei 90 Mal. Deswegen. Die SA ist doch eine kleine Zicke in der Hüfte, ne? Also ist schon... Vor allem eine Silenced SA. Das ist schon ein bisschen zickig. Ich will nicht so wie ich. Wieder zu... Halt, stopp. Moment. Moment. Jetzt erwartet er das nicht. Er denkt, dass ich unten rumrenne. Dann komme ich wieder hier. Nein, er hat's erwartet. Er hat den Move erwartet. Halt, stopp. Moment. Können Sie bitte... Hallo. War eine Ruhepause. Die war zu hoch. Die kommt. Und tschüss. Da kommt eine Nate von ihm. Moment. Okay, war eine Ruhepause. Keine Purple. Und wieder hier lang. Diese Ausdauer, Alter. Von links und nach rechts. Alter. Das war schon, also, oh boy, das war schon, ja. Das war schon, ich glaube, das kann man klippen, Boys, war schon anständig. Hab einmal Movement komplett verschissen, weil ich halt einfach den Boost Jump nicht hingekriegt habe. Der hat mir fast mein Leben gekostet, aber es war okay. Ja, kann man mal machen. 14 mit Koron, ja. Ich denke mal von seinem Mate mitgebracht. Aber trotzdem. Sau schön von denen gespielt. Genial mich auch direkt gleichzeitig gepusht. Richtig schön gespielt. Well done. Da liegt noch jemand. Der andere? Wen denn noch? Nee, ein bisschen weiter zurück habe ich den noch erschossen. Ne? Ich glaube, da noch weiter.
Sralli, ich wünsche dir viel Erfolg. Keine Ahnung. Ich hätte rausgehen sollen. Ich hätte rausgehen sollen. Das war too greedy. Ein krasser Shot. Keine Ahnung, wo der gewesen hätte sein, also wo der hätte sein sollen. Trotzdem schöner Fight, er hat richtig Bock gemacht. Ja. Aber wisst ihr, was das Gute ist, was mir gerade auffällt? Dadurch, dass Sexgott gefollowt hat. Hat auch so seine Vorteile, ne? Kompliment nehme ich an. Ah, schön.